Auswahlverfahren anwenden, um nur einen Teil der Leute zu befragen, nicht 81 Millionen, sondern einen Teil der Leute, können wir zwei Fehler machen dabei. Nämlich den systematischen und den Zufallsfehler. Systematischen Fehler und den Zufallsfehler. Bitte notieren, ich erkläre das sofort. Der systematische Fehler ist ein Fehler im Auswahlsystem. Ich habe von vornherein die falschen Leute ausgewählt. Alle Menschen sind bekloppt, sagt der Psychiater. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Ja, schauen Sie sich doch die Leute an, die in meine Praxis kommen. Das ist ein systematischer Fehler. Man hat von vornherein eine Vorauswahl. Der hat den ganzen Tag mit Bekloppten zu tun. Also, die befragt er sozusagen, die beobachtet er, mit denen macht er seine Marktforschung und von denen schließt er auf die gesamte Menschheit. Das ist ein systematischer Fehler. Das passiert relativ häufig. Systematische Fehler passieren relativ häufig. Ja, haben wir alle schon gemacht. Wir steigen gerade aus dem Flugzeug, aus dem Flughafen raus, sind in einem fremden Land, fragen jemanden nach dem Weg. Der sagt, lass mich zufrieden. Fragen wir den nächsten, sagt er, abends sind wir am Telefon. Die Leute sind alle total unfreundlich hier. Systematischer Fehler. Was wir nämlich nicht wussten, das waren gerade zwei Leute, die hatten gerade ihre Entlassung bekommen. Die waren gerade gefeuert worden. Das waren Mitarbeiter vom Flughafen. Und die waren nicht so gut drauf. Systematischer Fehler. Ja, passiert relativ häufig. Muss man also schwer aufpassen, dass man nicht von vornherein eine bestimmte Vorauswahl nur befragt, die nicht repräsentativ ist. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.